Ey, was ich richtig krass finde, wir waren heute auch oder gestern eben auch schon so in Museen oder sag ich mal an Orten, wo man sich auf jeden Fall Sachen angucken kann. Und ihr kennt es ja, in jedem Museum, wenn es irgendwelche Sachen ausgestellt gibt, ist ja immer richtig dick so ein Do Not Touch oder so ein, hey, also berühre das halt nicht, so ist das halt so offensichtlich. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, in einem Museum, also ihr checkt das, also keine Ahnung, wie man auf die Idee kommen würde, in einem Museum, wenn das vor allem irgendwelche wertvollen oder richtig alten Sachen sind, die anzufassen. Und ich habe das heute zum ersten Mal erlebt, dass einer vor mir so einfach, also der hat einfach so, also so ein altes Teil, ich kann das jetzt nicht genau beschreiben, der hat das einfach so angefasst. Ich dachte mir so, hä, warum machst du das? Ich dachte so, ich habe das noch nie gesehen, ich habe immer gedacht so, wer macht sowas? Aber ich denke so, und der hat das halt nicht nur so berührt, der hat so damit so rumgewackelt. Und ich dachte,